Schmeckt dir das? Warum gibt es eigentlich gute und böse Menschen? Um sowas zu verstehen, lohnt sich ein Blick zurück in die Evolution, ein Blick auf unsere allernächsten Verwandten im Tierreich, die Menschenaffen, also Schimpansen, Bonobos. Du bist ein Bonobo, ja? Und Gorillas. Ich bin hier im Bonobo-Waisenhaus in der Demokratischen Republik Kongo. Es ist die einzige Auffangstation für Bonobos auf der Welt. Ein idealer Ort also, um unseren nächsten Verwandten im Tierreich mal richtig nahe zu kommen. Ungefähr 98% unserer Gene sind identisch. Nur die Schimpansen sind uns ähnlich nah. Bonobos und Schimpansen haben sich zwar erst vor ca. 2 Millionen Jahren aus einem gemeinsamen Vorfahren entwickelt, dennoch verhalten sie sich heute völlig unterschiedlich. Schimpansen sind Krieger. Es sind eher brutale Tiere, angeführt von einem starken, dominanten Männchen, das sich manchmal relativ brutal gegen alle Konkurrenten durchsetzt. Sex wird bei Schimpansen oft mit Gewalt erzwungen. Vergewaltigungen sind an der Tagesordnung. Und Schimpansenhorden führen manchmal sogar regelrechte Vernichtungskriege gegen andere. Das geht weit über Territorialkämpfe hinaus. Es gibt dokumentierte Kriege, in denen eine Schimpansenhorde wirklich erfolgreich versucht hat, eine andere Horde auszurotten und die dann auch kannibalistisch aufzuessen. Bonobos würden sowas nie tun. Bonobos leben nur südlich des Kongo-Flusses, Schimpansen nur nördlich. Auf der einen Seite des Flusses herrscht Krieg und auf der anderen die Liebe und die Frauen. Die Bonobos haben eine matriarchalische Gesellschaft entwickelt. Da geben die Frauen den Ton an. Sogar erwachsene Männchen unterwerfen sich den Müttern immer noch, begegnen ihnen voller Liebe und Respekt. Bei den Bonobos gibt es keine Kriegszüge, keine brutalen Unterdrückungskämpfe. Sie leben meistens friedlich zusammen. Klar, ab und zu gibt es auch bei den Bonobos mal Stress, aber sie lösen Konflikte nicht durch Gewalt. Wenn es Konflikte gibt, dann werden die mit Sex gelöst. Sex und Kuscheln ist nicht nur ein Zeichen von Zuneigung, Gruppenzugehörigkeit, sondern auch, wenn man mal Stress miteinander hat, dann fängt man an, Körperlichkeiten auszutauschen. Auch Stress wird also durch Sex beigelegt. So kann es also auch funktionieren, was mal zeigt, eine matriarchalische Gesellschaft funktioniert unter Umständen viel besser als eine patriarchalische. Die Unterschiede in der Sozialstruktur von Menschenaffen haben nebenbei sogar Auswirkungen auf die Größe der Genitalien. Habe ich Ihnen eigentlich schon die Geschichte von den Penisgrößen bei Menschenaffen erzählt? Das Interessante, dass offenbar das Verhalten, das Sozialverhalten einer Tierart Rückwirkung hat auf die Entwicklung der Genitalien. Gorillas zum Beispiel. Nur ein Männchen in der Horde, das sich mit einem Weibchen paaren darf. Jedes andere Männchen, das es versucht, kriegt sofort eins auf die 12. Resultat: Die Genitalien der Gorillas sind vergleichsweise zum Körper echt klein. Bei den Bonobos ist es genau umgekehrt. Eine matriarchalische Gesellschaft, in der jeder mit jedem, jeder mit jedem rummacht. Resultat: Die Genitalien sind verhältnismäßig groß. Denn größere Genitalien und größere Spermamengen erhöhen die Fortpflanzungschancen eines Männchens, das sich mit einem promisken Weibchen paart. Das bedeutet, in einer Frauengesellschaft können Genitalien größer sein als in einer Chauvi-Gesellschaft. Nur mal so am Rande. Aber mal ganz abgesehen davon, warum haben sich unsere nächsten Verwandten so völlig unterschiedlich entwickelt? Wie konnten die einen eher zu Hippies und die anderen eher zu Kriegern werden? Im Laufe der Entwicklung muss bei den Schimpansen ein aggressiveres Verhalten ein evolutionärer Vorteil gewesen sein. Die Bonobos hatten dies in ihrem Lebensraum offenbar nicht nötig. Ursprünglich teilte sich der gemeinsame Vorfahr von Bonobo und Schimpanse seinen Lebensraum mit Gorillas. Als vor etwa 2 Millionen Jahren der Kongo-Fluss entstand, setzte Dürre ein. Und diese Dürre überlebten die Gorillas nur nördlich des Flusses.
Als der Regenwald schließlich zurückkehrte, vermehrten sich die Tiere zwar wieder, aber da Gorillas nicht besonders gut schwimmen können, blieb der Kongo-Fluss eine unüberwindbare Barriere für sie. Der Kongo spielte wohl die zentrale Rolle bei der Evolution von Bonobo und Schimpanse. Denn aus dem gemeinsamen Vorfahren entwickelten sich nun zwei unterschiedliche Arten. Forscher vermuten, dass die Schimpansen dabei zu einer aggressiveren Art wurden, weil sie sich auf der Nordseite des Flusses Lebensraum und Nahrung mit den Gorillas teilen mussten. Hier herrschte Konkurrenzdruck. Südlich des Kongos entwickelten sich die Bonobos ohne diesen Druck. Und mit viel mehr Platz. So konnten sie auch ohne Gewalt überleben. Wenn man sich unsere nächsten Verwandten so anguckt, stellt man sich natürlich die Frage, welches evolutionäre Erbe in uns steckt. Wie tickte der Vorfahr von Homo sapiens? Hat unsere Evolution eher gutes oder böses Verhalten begünstigt? Der Mensch an sich ist weder prinzipiell kriegerisch noch friedlich. Wir Menschen haben zwei Gesichter und beide müssen im Laufe der Evolution einen Überlebensvorteil geboten haben. Sowohl aggressives Konkurrenzverhalten als auch Empathie und Kooperation. Deshalb finden sich auch heute noch beide Eigenschaften in uns. Wir können rücksichtsvoll und rücksichtslos sein, friedlich oder brutal. Und das wird sich leider auch niemals ändern, denn es liegt in unserer Natur. Aber deiner nicht, du bist einfach nur nett. Ja.